Hallihallo, und da sind wir wieder. In der Zwischenzeit, nicht wundern, ich habe ein bisschen mit Halbmetall gefarmt, weil nicht, dass es zu langweilig wird. Und ja, wir brauchen das hier. Da brauchen wir die schwarzen Beeren und das verdorbene Fleisch, um Narkotik herzustellen. Narkotik heißt, wenn Tiere bewusstlos sind und man legt es denen ins Inventar und verabreicht es denen, Entschuldigung, verabreicht es denen, dann sind sie länger bewusstlos. Aber das reicht vorne und hinten nicht. Und es ist sehr mühsam, per Hand zu farmen, deswegen versuchen wir jetzt einfach mal was. Wir holen uns hier noch ein paar Steine. Dann machen wir das so. Na. Strukturen. Stein. Ah, okay, mein Fehler. Ich habe ganz vergessen, dass ich das im Inventar herstellen kann. Strukturen, Stein. Eins. Vorführeffekt. Zwei und drei. Und dann brauchen wir noch mehr Stein. Ich dachte, ich hätte genug, aber habe ich wohl doch nicht. Jetzt fehlt Holz, war ja klar. So, jetzt haben wir ein kleines Steintor und ein verstärktes Dino-Tor. Das heißt, das müsst ihr in euren Engrammen erlernen und dann könnt ihr es nutzen. Und ich hoffe, das klappt, was ich jetzt hier vorhab. Weil sonst habe ich jetzt, ich hätte nur zwei gebraucht. Sonst habe ich jetzt gleich eine richtige A-Karte. Und ihr lacht euch tot. Aber ja, auch in dem Video, es muss nicht alles immer glatt laufen. Ja, komm her, mein Großer, komm her. Ah, das war zu früh. Mist. Ah, jetzt ist er aggro gegen den Steinpfeiler, gegen das Tor. Aber ein guter Test, um zu schauen, ob er da durchkommt. Wenn ja, habe ich ein Problem. Sieht gut aus. Oh, manchmal muss man einfach improvisieren. Und ich hoffe, die Improvisation reicht hier. Ich
Dann wäre er nämlich jetzt eingesperrt. Und jetzt könnten wir uns eine, damit wir hier ein bisschen Material sparen machen, sparen sind. Steinschleuder. Brauche ich Leder für. Und das wird sehr lange dauern. Oh, Fasern brauche ich noch. Okay, dann noch Fasern. Und Steine habe ich hoffentlich noch. Ja, mal schauen, ob die reichen. Ich muss nur aufpassen, dass ich ihm nicht zu viel Schaden mache, weil sonst liegt er nachher. Ja, und wie gesagt, Improvisation ist das A und O. Meistens klappt das eine nicht, was man vorhat, deswegen muss man ganz schnell umschalten und was anderes machen. Genauso wie jetzt, jetzt kommt nämlich sein Kollege von hinten. Muss ich den auch noch im Auge behalten? Weil das könnte dann nämlich richtig böse ausgehen. Ah, jetzt haben wir auch gleich wieder Action hier. Mal kurz. Zack, haben wir den zweiten auch schon hier drin. Nein, kaputt. Gleich mal reparieren. Ah, ich glaube, der wird sterben. Ich bin da jetzt nicht so guter Hoffnung. Ah, wieder einen Falschen erwischt. Jetzt seid doch einfach betäubt. Ich will ihm so wenig Schaden wie möglich machen, deswegen schieße ich gegen den Kopf. Weil da sind die relativ gut gepanzert und kriegen weniger Schaden. Aber jetzt fall doch bitte einfach um. Ja, leider hat sie ihn erwischt. Dann müssen wir bei dem hier weitermachen. In der Hoffnung, dass er mehr verträgt. Und schon wieder kaputt.
Kreuzschuss. Bam. Nicht wundern, eigentlich sollte das funktionieren. Es hat früher mal funktioniert. Aber entweder habe ich zu viel auf Nahkampfschaden gelevelt, was eigentlich nicht sein kann. Und ich kann gleich wieder reparieren. Oh, wir testen mal, ist er noch Aggro? Nein, dann ist er im Fluchtmodus. Das heißt, Fluchtmodus greift er einen nicht an. Und es dürfte eigentlich auch nicht mehr so lange dauern, bis er liegt. Ja, sehr viel eigentlich in diesem Video. Aber ich will eigentlich nur demonstrieren, dass sowas auch am Anfang machbar ist, wenn man noch nicht viel hat. Und ich darf gleich neue Munition holen, wenn er nicht umfällt. Seinen Kollegen mal kurz abbauen. Ach, mach's uns beiden doch nicht so schwer. Und ins Auge. Zack. Und er liegt. Seht ihr, es ist machbar. Wahrscheinlich war der mit Level 16, hatte der zu wenig Leben. Aber dann... Man muss auch diesem hier Bären drücken. Also reinlegen und dann einfach warten. Aber wie gesagt, ich wollte euch demonstrieren, dass es machbar ist. Und es ist machbar. Hat jetzt zwar sehr lange gedauert, aber naja. So, Triceratops-Sattel. Fasern, Holz, Leder. Oh, wir haben sogar alles. Und dann müssen wir auf den Punkt Sättel. Nein, wir haben Holz zu wenig. So, herstellen. Triceratops-Sattel. Und da ist er gezähmt. Dann ins Inventar zugreifen, Sattel drauf und ihr habt euren ersten Dino, mit dem ihr reiten könnt, wenn die Pflanze nicht im Weg stehen würde. Und dieser Dino farmt euch Beeren. Ihr seht, 39, machen wir die nächsten Büsche, sind wir bei 92 und dafür ist dieser Dino unter anderem auch mit gut. Der hilft euch schneller an Bären ranzukommen. Und jetzt haben wir es Nacht. So, und die Bären, ich zeige es euch jetzt auch nochmal. Wir gehen hier rein. Wir haben hier sehr viel verrottetes Fleisch. Bären.
Das Verhältnis ist 5 Narkobären zu einem verrotteten Fleisch. Wir können 35 herstellen und das ist schon der nächste Schritt, um weiterzukommen. Und beim nächsten Mal sehen wir, wenn es klappt, wie wir unseren ersten Flugdino holen.